Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich gerne mit euch in einen Duftwachse-Adventskalender schauen. Und zwar hat unsere wundervolle Kollegin Miss Curly Jen doch diese Miss Curly Wax, Wachsküche. Und das ist für Duftmelz. Und die hat auch Adventskalender rausgebracht. Und dann haben einfach mal Nicole und ich die bestellt. Also sie stellt jetzt gerade auch einen vor, ne? Schaut gerne bei ihr für eine zweite Geruchsmeinung mal vorbei. Und das fand Jenny so witzig, dass sie das auch halt auch einfach gemerkt hat und uns auch beide dann Rabattcodes und Goodies und so mitgegeben hat. Das war ein bisschen crazy. Aber naja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich habe für diesen Adventskalender 29,95 € bezahlt und also den regulären Preis. Und es gibt zwei verschiedene Varianten vom Design her. Es ist aber, glaube ich, vom Inhalt das gleiche drin, aber halt so in unterschiedlichen Kläppchen. Ne? Und genau, dann seht ihr bei Nicole, glaube ich, die andere Design-Variante. Ich habe mir auch noch was anderes mitbestellt. Ihr könnt übrigens mit Santa Claudi 10% bei Miss Curly Wax, ich verlinke euch das in meiner Infobox, 10% sparen. Das ist einfach nur ein Code, den hat Jenny jetzt halt kreiert, sowohl für mich, also für meine Community, für euch, als auch für die Community von der lieben Nicole, damit ihr auch einfach ein bisschen was sparen könnt. Ich glaube, das müsste bis zum 20.10. gelten. Ne? Das, bis dahin ist nämlich auch der Adventskalender vorbestellbar. Wir haben den witzigerweise echt vorab nochmal bekommen. Und genau, ab einem Bestellwert von 30 €. Das heißt, packt euch noch eine Kleinigkeit mit in den Warenkorb. Das ist eigentlich gar nicht so verkehrt. Da habe ich gleich auch ein bisschen Inspo, weil ich selber noch ein bisschen was mit dazu bestellt hatte. Und ja, genau, da schauen wir gleich mal zusammen rein. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, dann abonnier doch super gerne meinen Kanal und folge mir auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich habe mir nämlich so ein bisschen was im Sale bestellt. Ich glaube, das waren aber so die letzten Sachen davon. Einmal habe ich mir diesen Kaffeeduft hier in diesem Marmeladenglas gekauft. Und das, die Düfte von Jenny sind einfach der Hammer, Leute. Das ist so geil, so intensiv. Das ist die perfekte Kerze, die ich halt so erstmal hier mir gleich hinstellen werde, dass wenn ich die Düfte düftel, dass ich dann auch dementsprechend immer wieder eine Neutralisierung bekomme. Aber auch für die Küche ist das so ein toller Duft. Oh, das hat auch ein bisschen was Schokomäßiges mit dabei. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Und dann habe ich mir noch den Vanilla-Duft bestellt. Genau, das sind nämlich welche, wie gesagt, die waren im Sale. Und das ist eine richtig cremige, angenehme Vanille. Das ist schon ein bisschen besonders, muss ich sagen. Das ist nicht so eine quietschige Süße. Und das, sie macht das einfach so toll. Also schaut bei ihr im Shop vorbei. Die hat ganz, ganz tolle Melts immer. Und sie macht das jetzt auch, dass sie dann auch immer diese Restock-Videos ja auch bei sich auf dem Kanal hochlädt. Auch ihren normalen Kanal verlinke ich natürlich in der Infobox. Habe ich allerhand Goodies mit dazu gekriegt. Die Herbstnostalgie habe ich mir selber bestellt. Die wollte ich jetzt auch in unseren Melt-Warmer mal reinmachen. Fand ich sehr, sehr interessant. Das hat eher was Waldiges, aber was cremig-Waldiges. Super angenehm. Hat aber auch was leicht Zitrisches, was ich nicht ganz so gerne mag. Ne? Aber vielleicht in dem Melt-Warmer echt super. Und die hat dann auch verschiedene Wachsgießungen. Keine Ahnung, das sieht dann vom Design her manchmal ein bisschen anders aus. Man bekommt auch immer so ein paar Proben mit dazu, dass man sich da mal durchdüfteln kann. Und das wollte ich euch auch nochmal zeigen. Sie hat diese Wundertüten. Du hast diese Wundertüten, die kosten 8,50 € und da hast du 5 verschiedene Duftrichtungen drin. Kann ich euch mal zeigen, was sich in meiner befindet. Und auch darauf könnt ihr natürlich sparen. Also die 10%, die müssten dann ja eigentlich auf den ganzen Shop gelten, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und upsala, da habe ich 5 Richtungen drin. Okay, also einmal habe ich Tea with Apple Pie. Also Tee mit Apfelkuchen. Das ist natürlich ein ganz intensiver, aufregender Duft. Dieser Apfelduft kommt gut raus. Aber auch dieses Teeige davon, das ist ganz interessant. Ich hätte erst gedacht, der wäre super süß, ist der aber gar nicht. Das finde ich echt cool. Dann habe ich hier einen Duft, der nennt sich Eukalyptusbrise. Da will sie mich testen. Ich bin ja eigentlich gar nicht der Fan von Eukalyptusdüften, wobei sie ja wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt sich die Wundertüten für, für mich selber so ausgesucht hat. Boah, das ist sehr, sehr eukalyptuslastig. Das hat was von Erkältungsbad. Das ist ein Badezimmerduft, finde ich, wenn man da so ein bisschen mehr Frische reinbringen will. Dann habe ich hier auch noch mit dabei rauer Wind. Sowas finde ich auch spektakulär, wie sowas riechen soll, ne? Das ist eher ein, würde ich persönlich sagen, so ein Männerumkleidenduft. Der hat nämlich auch sowas Aquatisches, Würziges, leicht Holziges auch mit dabei. Ganz interessant.
Ganz, ganz interessant. Und dann habe ich hier auch noch Lemongrass drin. Da will sie, falls sie diese Tüte für mich explizit ausgesucht hat, will sie mich auch testen. Denn zitrische Düfte und ich, wir sind wie Feuer und Flamme. Feuer und Wasser. Das ist wirklich Lemongrass. Ich weiß auch echt nicht, wie man sowas hinkriegt, ne? Dass das so krass und geil riecht. Und sie hat auch so viele schon, also die halten ewig und 3 Tage bei mir. Wenn ich die bei uns in der Meltwarmer mache, das ist wirklich wochenlang gefühlt manchmal, dass ich die dann anhaben kann. Und dann habe ich noch Golden Sands hier am Start. Und sie schreibt auch immer drauf, wann sie die gegossen hat. Das finde ich auch immer ganz interessant. Okay, der riecht jetzt sehr dezent. Wobei, da kommt jetzt irgendwie auch sowas raus, als wäre ich bei der Eisdiele. Und so würde ich quasi so weit entfernt, mehr oder weniger, so ein Eis halten mit, Amarena Kirsch. Das ist sehr interessant. Okay, hat aber auch was cremig-pudriges mit dabei. Wie gesagt, solche Wundertüten für 8,50 Euro könnt ihr euch die bestellen, wenn ihr da Interesse dran habt, ne? So, jetzt möchte ich aber mal mit euch in den Adventskalender gucken. Wie geil ist das denn? Die passen da komplett rein. Das ist so ähnlich wie damals die Adventskalender. Ich halte das in der Hand. Wie die Schoko-Adventskalender, wo halt auch echt 1A diese Formen reingegossen waren. Das finde ich ja cool. Das ist sogar mit einer Form. Ich raste aus. Da sind Glöckchen drauf, Leute. Und das ist der Duft Kaffee. Kaffee habe ich ja schon hier. Sehr cool. Aber das ist jetzt als Melt. Oh, das riecht gut. Ne, hatte ich ja eben schon. Ich mag den Duft. Das ist einfach, ich liebe Kaffee. Kaffee und ich, wir sind einfach sehr, sehr tiefgründige Freunde. Dann schauen wir mal in den 2. Dezember. Das Ding hat 25 Kläppchen. Wow. Jenny, was machst du nur mit uns? Das sieht echt cool aus, wenn man das so aufmacht. Oh, und da ist ein Geschenk drauf und das soll nach silbernem Zedernholz riechen. So schaut es aus. Das finde ich so süß, dass sie das wirklich da so reingegossen hat, ne? Das riecht super schön waldig. Der Duft gefällt mir. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich das alles so auspacke, was da drin war, ne? Deswegen packe ich die einfach wieder zurück. Das kann ich ja in der Adventszeit dann nochmal für mich selber auspacken. Ich finde den so schön. Ist auch eine super Aufbewahrung dafür. Geht auch easy wieder zu, ne? Gar kein Problem. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und hier haben wir was Gelbes drin. Und das ist auch wieder mit einem Geschenk und das sollen Golden Fruit sein, goldene Früchte. Das ist zitrisch, aber es riecht auch so ein bisschen nach so einer Südfrucht, nach einer unreifen Melone zum Beispiel oder nach so einer Pampelmuse oder so würde ich sagen. Hier haben wir die Nummer 4. Und sie sagte mir auch, dass jeder Adventskalender im Prinzip auch unterschiedlich gegossen sein kann. Also, dass du in unterschiedlichen Kläppchen unterschiedliche Sachen findest und hinten drauf steht dann, was drin ist. Hier haben wir so einen lilanen. Das soll ein Winternickerchen sein. Süß. Mit so einer Zuckerstange haben wir das einmal hier. Das ist so eine gute Idee. Das riecht gemütlich. Das hat nämlich auch was leicht ganz hinten, ne? Ganz hinten drin. Kommt irgendwas Süßes auch mit, aber ganz, ganz leicht. Aber vordergründig ist das so frische Wäsche. Ganz interessant. Etwas Orangenes erwartet uns am 5. Dezember. Oh, das wird ein gourmandiger Duft sein, denn das soll Karamell-Lebkuchen sein. Also ja, hier haben wir ein Rentier drauf. Oh, wow. Puh, ja, da muss ich kurz mal meine Sitzposition ändern hier. Das ist so intens. Das riecht aber richtig lecker. Man kennt ja sonst diesen klassischen Lebkuchengeruch, der kann auch mal penetrant sein. Ich finde, hier riecht das richtig angenehm, weil diese Karamellkomponente mit dabei ist. Das könnte ich mir sogar als Parfumduft vorstellen. Oh. Puh, was machst du nur mit meiner Nase? Hier habe ich den 6. Dezember, Nikolaus. Ich bin mal gespannt, ob sie da irgendwas Besonderes auch reingemacht hat, aber der ganze Adventskalender ist ja im Prinzip besonders, ne? Dass man da halt echt sehr schöne weihnachtliche Düfte auch findet. Ja, Eierlikörchen soll da drin sein, ne? Das ist natürlich so richtig Jenny-Style. Ist nicht ganz so mein Vibe, weil ich mag nicht gerne diese Düfte, die auch wirklich so eine alkoholische Komponente mit dabei haben. Aber das riecht wirklich nach Eierlikör. Ich liebe Eierlikör. Über Vanilleeis. Oh, ist so lecker. Ja, schöne 6. Dezember. Schauen wir mal, was die Nummer 7 uns hier bringt. So eine gute Idee, Jenny.
Chapeau, Chapeau. Okay, es ist Mintgrün. Liebe ich von der Farbe her. Ne? Und das soll Sparkling Pine Needles sein. Also haben wir hier wirklich die Nadeln von einer Tanne. Wow. Der hat aber auch was Minziges irgendwie mit drin, oder? Das ist schon intens. Die Nummer 8 darf bekanntermaßen machen, dass es kracht. Und das darf sie nicht nur, weil sich das so wundervoll reimt, sondern auch, weil mein lieber Hund Sammy da Geburtstag hatte. Der wird dieses Jahr einfach mal 10 Jahre alt. Wer hat ihm das erlaubt? Hier haben wir einmal diesen Melt drin. Und das ist Mulled Wine. Okay, hier haben wir wieder so einen alkoholischen. Aber Moment. Ja, diese, spritzige, alkoholische Komponente kommt da schon so ein bisschen raus. Aber man riecht auch dieses Traubige und dieses Warme, was es mitgeben soll. Ne? Von einem richtigen, dunklen, vollmundigen Rotwein. Das riecht eigentlich schon irgendwie gut. Das ist, ne, muss man einfach mal dann gucken, wie das auch riecht, wenn das an ist. Das ist ja immer eine ganz etwas andere Geschichte. Ganz etwas andere Geschichte. Ja, mal sehen, worüber wir uns in der Nummer 9 freuen dürfen. Denn es heißt einfach Reindeer Sniff, also quasi Rentier Schnüff. Was das Rentier riecht, ne? Und das Rentier riecht tatsächlich. Das ist so witzig. Es riecht nach wirklich kalten, schneebedeckten Tannen. Aber auch hier wieder nicht zu intensiv. Das ist super angenehm. Wirklich, Jenny. Das, ne, Lob muss ich dir aussprechen. Das mag ich gerne. Mal sehen, wie es in der Nummer 10 weitergehen wird. Also diese Duftreise, die ich hier auch mache, die gefällt mir wirklich gut. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich die einzelnen Melts dann auch im Laufe des Dezembers bei uns in die ganzen Meltwürmer reinmachen werde. Und das sind verschiedene bei mir. Hier wird es jetzt ein bisschen krass werden. Denn hier haben wir einfach mal, erstmal hier auf diesem quietschegelben Ding, ne, haben wir Anis. Ah, Moment! Anis ist eigentlich ein Duft, den ich wirklich gar nicht so angenehm finde. Aber den hat die in diesem Melt wirklich schön verpackt, weil da auch irgendwas Süßes mit drin ist. Das ist angenehm. Das mag ich. Das ist für mich ein Wohnzimmerduft, den ich auch anhaben würde, wenn jetzt irgendwie wirklich so Weihnachtsessen oder Weihnachtszeit ist. So, ne? Oh, mega geil. Schauen wir mal, was der 11. Dezember uns so geben möchte. Das ist die erste Schnapszahl. Es ist ein wunderschönes weißes Melt. Und das soll Anis sein. Nee, ich hatte eben die Kalorienbombe. Moment. Okay, das sollte die Kalorienbombe sein. Sie hat aber auch was Minziges, Zimtiges mit dabei. Entschuldigung. Hier habe ich jetzt Anis. Ja, das ist das, was ich meine. Da haben wir auch einen Tannenbaum vorne drauf. Aber auch das ist tatsächlich eher ein zurückgenommenes Anis. Es ist nicht so ein, ich springe dir jetzt ins Gesicht, Anis. Wollte ich schon gesagt haben, ne? Aber es ist angenehm. Den würde ich aber tatsächlich eher so in Kombi verwenden, zum Beispiel mit der Nummer 10 zusammen. Jetzt schauen wir uns mal die Halbzeit an. Die Nummer 12 ist Himmelblau. Und das ist der Duft Frosty. So schaut er einmal aus. Auch hier wieder diese waldige Komponente, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt, aber wahrscheinlich durch Minze, Eukalyptus oder sowas, da kommt halt noch so eine Frische wirklich mit. Also als wäre das wirklich so ein draußen Kaltduft. Ja, kalter Waldspaziergang. Wo hatten wir nochmal unseren Reindeer Sniff? Das ist in der Nummer 9 gewesen. Die sind schon relativ ähnlich. Ja, wobei der Reindeer Sniff hat noch ein bisschen mehr was von den Tannennadeln. Ne? Während ich hier bei dem 12, also bei dem Frosty, sagen würde, dass man da vielleicht ein bisschen mehr den Baumstamm riechen würde. Tolle Duftbeschreibung, Claudi. Schauen wir mal, was der 13. Dezember uns jetzt hier bringt. Übrigens kann man, glaube ich, auch diese Meltwürmer bei ihr im Shop kaufen. Ne? Also wenn man da noch irgendwie Nachschub braucht oder sich einen schönen Meltwürmer holen möchte. Ne? Die zweite Halbzeit wird mit den Glocken eingeläutet. Finde ich schon mal sehr charmant. Und es ist Kaschmirfichte. Also quasi dieser Tannenduft gepaart mit Kaschmir, also quasi mit so cremig frisch gewaschener Wäsche, würde ich sagen. Oder halt wie ein Waschmittel, was nach Tanne riechen soll.
Ja, würde ich tatsächlich auch dazu sagen, ne? Das wäre ein Duft, den ich mir auch sehr gut im Schlafzimmer so vorstellen könnte, wobei wir bei uns im Schlafzimmer eher selten so einen Meltwarmer halt hinstellen. Die Nummer 14, der wird wahrscheinlich interessant riechen, weil die Duftbeschreibung oder der Name nennt sich Blazing Fireplace. Der wird wahrscheinlich so ein bisschen verbrannt riechen, denke ich mal, oder nach so Kohle. Wirklich krass. Das ist krass. Das ist wie. Da stelle ich mir direkt so einen Holzscheit vor oder halt unseren Kamin, ne? Wenn wir da theoretisch Tannenholz reinmachen würden. So riecht das. Den Duft mag ich. Das ist super aufregend. Also was sie da an Duftkomposition hatten, du hast wirklich in jedem Kläppchen einen neuen Duft. Und das finde ich richtig geil. Einfach um auch einfach mal so zu gucken, was gefällt einem, ne? Was möchte man sich vielleicht mal in groß dann auch nachkaufen. Und also ich finde, das ist richtig, richtig geil. Die Nummer 15 ist auch wieder so ein hellblau. Und da haben wir Schnee am Abend. Da haben wir hier so einen Mistelzweig drauf. Also ich bin wirklich von, also wirklich, ne? Das ist ein eher zitrischer Duft, das ist nicht ganz so meins. Nee. Nee, das ist nicht ganz so meins. Der hat auch was von Orange mit dabei, aber mich persönlich erinnert der jetzt eher weniger an Schnee am Abend. Dann gehen wir mal zu der Nummer 16, die habe ich hier. Oh, hier haben wir einen Schneemann drin und der Duft nennt sich Christmas Pudding. Also das könnte natürlich so richtig meins werden. Süß, süßer. Oh. Den mag ich sehr, sehr gerne. Aber der hat auch noch was mit dabei, dass die Süße halt nicht zu intensiv rauskommt. So eine leicht, wie soll ich das sagen? So eine leicht frische Komponente. Super angenehm. Oh, das ist wie so ein, kennt ihr das von damals, wenn halt Pudding gekocht wurde, ne, richtig mit Milch, dann hat man auch manchmal noch die Möglichkeit, so einen warmen Pudding zu essen. So riecht das. Oh, mein Freund mag leider gar nicht diesen gekochten Pudding und ich liebe ihn so sehr. Der 17. Dezember ist eine Woche vor Heiligabend und hier haben wir drinnen halt ein Winter Wonderland. Huh, das ist crazy. Frisch gewaschene Wäsche ist definitiv mit am Start. Aber auch was leicht Blumiges und gleichzeitig auch irgendwas Zitrisches. Das riecht einfach angenehm. Also für mich jetzt nicht unbedingt Winter Wonderland, sondern eher frische Wäsche. Das hat es mehr für mich. Aber auch eine fruchtige Komponente ist mit dabei. Das ist super abgefahren hier. Der 18. Dezember eröffnet die Weihnachtswoche. Und das macht er hier. Das ist ein Duft, den hat, glaube ich, Nicole schon ziemlich gefeiert. Denn ich habe eben in der Gruppe gelesen, ob sie gefragt, wo sie gefragt hat, dass sie sich fragt, ob man den auch in groß noch nachkaufen kann. Oder riecht 1A wie Marzipan. Da musst du aufpassen, dass du hier nicht reinbeißt, ne? Denn der sieht ja auch aus wie Marzipan. Das riecht richtig lecker. Wow, das ist gut getroffen. Boah, krass. Der 19. Dezember ist hier beim Lebkuchenmann. Und hier haben wir einen Weihnachtsschuh drin enthalten. Und als Duftrichtung sollen es Weihrauch und Myrrhe sein, was natürlich auch ein super weihnachtlicher Duft ist. Sehr geil. Das ist für mich halt so ein typischer, ja, Kirchenduft, ne? Der hat auch ein bisschen was so. Ja, das ist wahrscheinlich der Weihrauch, ne, der da rauskommt. Fancy, richtig fancy, sehr festlich halt einfach, ne? Den könnte ich mir tatsächlich bei meiner Oma im Wohnzimmer auch sehr gut vorstellen, wenn die Bescherung da ist. Schauen wir mal in den 20. Dezember. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Auch das ist ein Duft, der mir sehr wahrscheinlich sehr gut gefallen wird. Ich wollte gerade schmecken wird sagen, denn das ist Karamellsahne. Oh, ja. Das ist super lecker. Das ist Karamell pur. Aber richtig, meine Mama hat damals auch Karamellpudding gekocht. Hat 1A so gerochen. Genau so. Boah, ich muss sie mal wieder fragen, wie man den nochmal macht. Die hat mal irgendwann gesagt, dass es super, super kompliziert ist. Aber sie soll den nochmal für mich machen. Ich würde mich so drüber freuen. Es riecht genau so. Dann habe ich hier jetzt die 21. Ja, und jetzt, wo ich den Duft gerochen habe, habe ich da richtig Bock drauf, ne? Das ist jetzt eine Zwickmühle für sie. Oh.
Am 21. Dezember haben wir einen Weihnachtsschuh drin und das soll Cranberry Brûlée sein. Oh, wow, das ist natürlich super fruchtig. Das ist für mich einfach, ja, fruchtig. Beerig, Cranberry halt. Super lecker. Cranberry soll übrigens super sein, wenn man den trinkt halt, ne? Wenn man hier eine Blasenentzündung hat. Soll auch vorbeugend ganz gut funktionieren, habe ich mal gehört. So, die Nummer 22. Hier habe ich wieder so einen waldigen Duft. Der kommt hier mit so einer Zuckerstange daher und der nennt sich Into the Woods. Die sind aber schon alle unterschiedlich, die ganzen waldigen Düfte, die hier mit dabei sind. Und ich finde sie alle großartig. Der hat aber nämlich ein bisschen mehr diese Sauna-Komponente mit dabei. Aber richtig. Die riechst du aber, der aber du. Ja, mag ich aber wohl tatsächlich ganz gerne leiden. Das ist aber eher ein Badezimmerduft, finde ich. Die Nummer 23 ist ein Tag vor Heiligabend. Und dieser Duft nennt sich ganz entspannt Weihnachtszeit. Das passt, ne? Hier haben wir auch einen kleinen Schneemann drin enthalten. Hallo, hören Sie bitte auf, meinen Wichtel zu fokussieren. Jetzt fokussieren Sie den Adventskalender. Ja, ich sieze manchmal meine Kamera. Weihnachtszeit riecht nach Zimt, definitiv. Hat wirklich so ein bisschen was von Spekulatius oder so. Aber was sehr, sehr Wohliges, muss ich sagen. Also ich mag den Duft. Ist aber eher ein Küchenduft, würde ich sagen. So, Heiligabend, die Nummer 24, öffnen wir jetzt mal. Und hier haben wir eine Schneeflocke drauf und dieser Duft nennt sich super entspannt und sehr, sehr passend Home Sweet Home. Das ist ganz interessant. Der hat was entfernt von einer ganz, 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 ganz leichten Orangennote gerade mit dabei gehabt. Und dann kommt so was Cremiges. Wirklich cremig. Aber nicht so pudrig cremig, sondern von so einer unparfümierten Creme. Wisst ihr, wenn ich Julius nach dem Duschen eincreme, das ist da auch noch irgendwie mit drin. Der ist nicht intensiv, der ist einfach nur super sanft und freundlich. Ich finde, der riecht schon gut. Aber ich glaube, manche finden den nicht interessant genug. Mal gucken, was jetzt in der 24 drin ist. Denn das ist ja ein riesiges Fläppchen. Da hat sie auch einen riesigen Duft reingemacht. Das ist ja mal Hammer. Und dieser Duft, oh, wie süß, hat hier erstmal den Weihnachtsmann in der Mitte drauf. Und das ist Fresh Cashmere. Da kann es natürlich sein, dass manch ein anderer Duft so ein bisschen davon auch mit angesteckt wurde und deswegen in meiner Nase anders wirkte, als er dann letztendlich in der Duftlampe sein wird. Ne? Das muss man dann gucken. Huch. Oh, der ist cremig. Richtig geil. Der ist richtig toll. Wow, wow. Ist ein toller Badezimmerduft. Der hat wirklich was von eingecremt werden. Aber mit einer eigentlich unparfümierten Creme. Also das ist tatsächlich der Duft, den finde ich super. Sehr, 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 sehr angenehm. Bin gespannt, wie der dann auch in der Lampe wirken wird. Und ja, das ist einmal der Adventskalender gewesen, Leute. Ich finde den wirklich super. Da steckt viel Arbeit drin. Sie macht jeden Adventskalender wirklich natürlich per Hand, ne? Und die werden dann individuell gegossen. Und ich bin auch echt gespannt, was Nicole dazu sagen wird. Aber ich weiß, sie ist genauso eine Liebhaberin von den Düften von Jenny, wie ich es bin. Und schaut in der Infobox vorbei. Da habe ich euch den Link dazu reingesetzt. Ihr könnt den jetzt quasi vorbestellen. Und ja, wenn ihr möchtet, halt mit Santa Claudi nochmal 10% sparen. Ich werde mir den tatsächlich auch aufheben für meine persönliche Adventszeit. Darüber freue ich mich sehr, denn ich mag das Design auch. Das andere habe ich auch gekauft, aber das habe ich für eine bald stattfindende Verlosung schon mal gekauft. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen dufttechnisch erklären konnte, wie das so abgeht hier in dem Adventskalender. Wie gesagt, Link dazu in der Infobox und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wenn Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.